Angriff auf Santa Monica in Call of Duty Ghosts Folge 5. Wir haben gerade eben den Turm hier mit den A10s ausgeschaltet, aber die haben immer noch nicht genug. Diese Föderationsschurken. Du hättest vor allem beim Ausschalten nicht auch gleich den A10 ausschalten sollen. Achso, ich dachte, den räumt man halt gleich auf so. Wenn das Spiel fertig ist, räumt man es weg. Den Messern? Wie geht denn das hier auf der Tastatur nicht? Ohne. Nicht auf Martinez schießen. Die brauchen wir doch noch. Der löscht als Sechser. Deswegen spielt der nie. Alter. Au, ich glaube, ich soll weiterlaufen, oder? Ich laufe einfach weiter. Das ist unvernünftig. Wird deswegen schon nicht von mir erwartet. Wie, warum wird das von hinten auf mich geschossen? Aber das ist ein Löschtrupp. Nein, Martinez! Da bellt... Ja, bist du tot. Da bellt was. Dann laufe ich da jetzt einfach weiter. Ich bin doch jetzt schon ganz voll Dreck. Das ist doch deine einzige Sorge, oder? Du schaffst ihn wieder aus. Riley! Mann, wie hat sich denn jetzt geschmissen? Das Handtuch. Das Schallgranate oder so. Granate! So. Jetzt bin ich aber wohl gerade nicht in der Lage, diesen Riley-Angriff zu machen. Wenn ich auf Q drücke, schmeißt er nämlich diese Blöppel da. Das ist eine Flashbang, oder? Auf der Start Nummer 2. Denn keiner von denen ist Sniper? Nee. Ah, was ist hier? Wie lag gerade was? Holographisch. Nee. Die Maus macht manchmal komische Sachen. Oh, der arme Hund. Da wäre es der Rutscher gut gewesen. Hash. Ach, da oben ist die Kommandozentrale. Wow, wer ist er denn? Weiß ich nicht. Der Rächer mit dem Becher. Oh, ist Gottes Willen. Das ist der Walk, oder? Ah. Das ist der Messermann. Ja. Nee, oder? Scheiße, du blutest. Sieht schlimmer aus, als es ist. Puh. Alles wird gut. What? Boah, die Ghosts! Geil! Das ist so blöd und gleichzeitig so cool! Hey, wir gehen nirgendwo hin! Hey, wir haben uns gerade gerettet! Kam gut klar! Und streiten sie, wer geiler ist? Ruhe! Ihr alle! Wir müssen zurück nach Santa Monica! Unser Dad ist da! Wir gehen nicht ohne ihn! Das ist wirklich bewundernswert. Aber euer Vater ist nicht mehr. Er ist es doch. Natürlich. Jawohl. Papa, du. Los. Hey, ruhig, Junior. Das ist dein Vorgesetzter. Die Jungs wissen nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder müssen noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Der ganze Angriff auf Amerika war nur ein Test, oder? Wir sind bereit. Wir werden dich nicht enttäuschen. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock. Das ist der Typ, der die Ghosts macht.
Ja, er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Er war einer von uns. Da, 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 da. Sowas. Hätte das gedacht. Ein Rogue Agent quasi. Die haben das also für einen riesen Testlauf. Als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Ihr Anführer, General Almagro, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rogue überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rogue führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rogue war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts würde ihn abhalten, sich seinen Preis zu holen. Für uns war Rogue eine Legende. Der Mann konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Aber wegen Rogue wurden wir gefürchtet. Jetzt fahrt die, dann sind wir alive. Ja. Come on! Darfst du dich immer auf alles schießen, was zu dir gehört? Das ist Call of Duty! Schieß es auf niemanden mehr. Das sieht ein bisschen aus wie Grow 1, oder? So vom Licht und so, vom Look. Da guck, jetzt werde ich schon wieder beschossen, weil ich nicht auf alles schieße. Ich sehe nichts. Von links? Nee, von. Nee, wer schießt denn da? Weiß es nicht. Ich will meinen Hund wieder. Ich geh jetzt mal näher ran, das ist ein blöd, ich sehe ja nichts. Was ist für ein Panzerfahrzeug? Lass beide den Kumpels bleiben. Ich weiß. Ja, beide Kumpels. Rechts. Du hast das voll irritiert, oder? Ich spiele das alles falsch. Private Brown. Born Brown. Born is Ghost. Ui, Panzer, Achtung, links. Ja. Unten bleiben. Aua. Auch zum Parkhaus. Da lang. Hast du das Fenster nicht geschlossen? Kommt Panzer rausgeflossen. Hier runter oder oben bleiben? Ne, hier, ne? Ja, hier. Du musst Ketten unterlegen. Ist das irgendwas? Bisschen peinlich, oder? Wir sind hier schon wieder alle hin. Da rein, da rum? Ne. Vielleicht muss ich das Fahrzeug anschieben. Oder doch auf diesen Laptop drücken, oder was da gerade war. Du musst den Werfer ausschalten. Da links blinkt hier was. Wo meinst du? Da so. Na hier oder wo? Das ist es nicht. Der ist irgendwo ein Ausschalter. Ist das der Ausschalter? Eine Leiter rechts. Wo? Ich sehe es nicht. Hilfe. Da hoch oder was? Hier so.
Da ist auch keine Leiter. Kann sein, dass der sich da jetzt festgefahren hat und du kommst da nicht durch? Nee, ich glaube. Ach, guck mal, hier ist. Ach, hier muss ich hoch. Ah. Mensch. Oh, Nahkampf eh. Au, ja. Oh, ist ja auch gemein. So ein Arsch. Ist das gemein? Nein. Granate. Granate. Die gehören ja alle gar nicht dazu. Der gehört dazu, der da auch. Ich verhafte sie. Die setzen sich manchmal so ganz friedlich hin, dass man meint, die gehören zu uns dazu. Oder weil... Eine perfide Taktik. In welchem Spiel war es, wo sich die Gegner hingesetzt haben, wenn du sie getroffen hast? Deutsche Version von Half-Life, oder? Aber nur die Guten, oder? Die Bösen waren der Roboter. Stimmt, die Soldaten waren Roboter. Ja, und stimmt. Die Wachmänner, also Barney und die Wissenschaftler, so, die haben sich immer hingehockt. Oh Gott, was für ein Quatsch. Oh. Ich wusste es! Ich wusste es! Ich Achten wusste Sie es. Auf die Granatenwarnung. Achtung, Alarm. Alarm. Du musst den nächsten Werfer kaputt machen. Oder selber werfen. Der Angriff mit einer Bananenschale. Vielleicht ist das einfach die Lösung für das nächste Call of Duty und überhaupt die Shooter in Zukunft. Monty Python Shooter. Nee, hat mal überhaupt gar keine Schusswaffen mehr, sondern Obst. Ja, so Bananenschale oder ein spitzer Stock. Ein spitzer Stock! Wie lauter so Slapstick-Waffen halt. Du kannst vorher im Level Bananenschalen und Rechen verteilen. Der Rechen. Sag mal so, die. Mit zwei Stühlen die Beine ansägen und so. Den Rechen kriegst du aber erst irgendwie bei 200 Kills im Multiplayer. So bei 400 gibt's die Bärenfalle. Und bei 600 kannst du dann craften und kannst an den Rechen eine Sahnetorte hinmontieren. Boah, das fährt im Bar. Da gibt's auch die Leiter und die Glasscheibe mit den zwei Handwerkern. Das wird super. Mann, hier darf ich wieder nicht den Kopf einziehen. Der Wecker muss sofort... What? Oh, au. Vom Feuer hinten raus. Jetzt ist Elias aber ganz schön... Nein! Der Damm! What? Oh, nee, oder? Oh, oh. Oh, oh. Ja. Laufen wir drauf zu? Wow. Oh, umdrehen wäre jetzt schon mal geil. Oh, ja, was kommt von vorne auch? Wow. Geht doch. Jetzt ist die ganze Stadt voll mit diesen Glibber. Bäh. Schaut mal gut aus. Ja. So, unter Wasser. Also ich finde, das von oben sieht ein bisschen sehr Gelee-artig ja, aus. Geht doch. Aber mal so. So ist schön. Darf ich freisprechen, Sir? Was gibt es? Ich denke, wir brechen ab. Das Arschloch hat die Stadt geflutet und die Hälfte seiner eigenen Leute erledigt. Und die Hälfte unserer Leute. Wir sind Ghosts, Merrick. Wir beenden die Mission. Ja, aber das hier ist anders. Gibt es noch was zu sagen, Sergeant? Nein, Sir. Das wird nicht wieder gehalten! Was heißt das aus? Gut, finden wir dieses Arschloch. Mindestens drei Feinde, 10 Meter. Wachsam bleiben. Wir bleiben wachsam und in der nächsten Folge schauen wir dann, ob hier noch was in der überfluteten Stadt zu holen ist. Bis dann. Ciao. Ciao.